I'm Danny Dyer. Ich bin Danny Dyer und ihr seht Real Football Factories international. Im Film The Football Factory spielte ich Tommy Johnson, die Hauptfigur. Dann bin ich durch ganz England gezogen und habe die echten Hools getroffen. Und jetzt? Jetzt schaue ich mir die internationale Szene an. 9 Länder in 2 Monaten. In 60 Tagen einmal um die ganze Hooligan-Welt. Ein ganz neues Level der Gewalt. Schlägereien, Tränengas, Verfolgungsjagden. Und einmal wurde sogar auf mich geschossen. Kommt einfach mit. Willkommen in Moskau, der Hauptstadt Russlands. Oh Mann, fühle ich mich hier fremd. Russland ist ein neues und wildes Land in der Welt der Fußball-Hooligans. Es hat einen furchterregenden Ruf für teuflische Gewaltakte und für schockierende Brutalität. Sie sind die neuen Hardcores in der Szene und werden als ganz besonders extrem angesehen. Also seid gewarnt, die Russen kommen. Diese Hooligan-Gangs sind aus den Ruinen des Postkommunismus auferstanden. Russlands Vergangenheit ist unfassbar grausam. Und für einige ist die Gegenwart genauso furchtbar. Ich will herausfinden, wie sich diese Hooligans in nur 15 Jahren zu den gewalttätigsten Schlägern der Welt entwickeln konnten. Ich werde tief hinter den ehemaligen eisernen Vorhang blicken, auf die zwei wichtigsten Städte Russlands, Moskau und St. Petersburg. Ich werde die Firmen der beiden größten Clubs Moskaus treffen. ZSKA und Spartak. Die Straßen der Hauptstadt sind ihr Schlachtfeld. Meine Gesundheit war mir völlig egal. Ich wollte sie einfach zusammenschlagen. Und ich werde nach St. Petersburg fahren, um mit den Hools des Topvereins Zenit zu sprechen. Sie wollen Moskaus Dominanz brechen. Ich muss einfach gegen die Feinde kämpfen. Ich muss einfach. Aber meine Reise beginnt hier, in Moskau. 8 Millionen Menschen und mehr Millionäre als in irgendeiner anderen Stadt Europas. Russland investiert heutzutage Millionen in seine Liga. Die beiden Top-Teams der Hauptstadt sind regelmäßig in der Champions League. Und auch die russische Liga verspricht, von diesem neuen Reichtum zu profitieren. Aber Moskau ist eine Stadt, in der wenige Reiche und sehr viele Arme leben. Nicht jeder hat hier vom Kapitalismus profitiert. Dieses Land wurde völlig umgekrempelt. Vor dem Zusammenbruch des Kommunismus 1991 bestimmte das Regime, was das Volk zu tun und zu lassen hatte. Individualität wurde im Keim erstickt und es gab keine persönliche Freiheit. Sie herrschten mit eiserner Hand. Und in den Fußballstadien mussten die Massen dieselbe Unterdrückung ertragen. Aber das ist alles sehr weit weg vom modernen Moskau. Heute haben die russischen Fans eine Stimme und die Freiheit, sich auszuleben. Und dieser Mann verhalf ihnen dazu. Sergei Mityakov ist seit 1963 ein Spartak-Fan. Er erinnert sich, wie es während der kommunistischen Zeit auf den Tribünen zuging. Sie haben uns verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Meistens nur für einen Tag, aber manchmal auch für länger, bis zu 2 Wochen. Immer für das gleiche Delikt. Organisierte Unruhestiftung im Stadion. Nur weil wir Spartak vor, Spartak Meister riefen.
Damals waren Reisen durch das Land reglementiert, was für die Fußballfans bedeutete, dass sie ihren Teams nicht zu Auswärtsspielen folgen durften. Aber das sollte Sergei und seine Kumpels nicht aufhalten. Im Juni 77 überlisteten sie die Behörden und machten sich auf eine legendäre Reise. Wir mussten sagen, dass wir zu einer Hochzeit wollten. Dann mieteten wir für 2 Tage einen Bus und fuhren los. Das war die allererste Reise zu einem Auswärtsspiel in der Sowjetunion. Sergei gründete fast im Alleingang eine russische Fankultur. Wir führten Fangesänge ein und den berühmten Spartak-Klatschrhythmus. Sergejs Fangesänge waren von den britischen Tribünen inspiriert und erklingen noch heute bei jedem Spartak-Spiel. Aber Sergei tat viel mehr, als für die Rechte der Fußballfans zu kämpfen. Er legte den Grundstein der Rebellion. Und er war Teil einer wachsenden Bewegung in Russland, die die sowjetische Kontrolle mit allem, was sie taten, herausforderten. Jeder Mensch sucht nach seinem eigenen Freiraum. Das kann Rock'n'Roll-Musik sein, Sport oder die Politik. Und die Rebellion wurde zur Revolution. In den späten 80ern wurde die Herrschaft des Kommunismus herausgefordert und ganz Russland erlebte eine nie dagewesene Freiheit. Das Volk suchte nach einer neuen Identität und einigen half die Fußballgewalt dabei, sie zu finden. In den 90ern schossen im ganzen Land Hooligan-Gangs aus dem Boden. Sie wollten scheinbar die verlorene Zeit aufholen und entwickelten sich schnell zur bedrohlichsten Hooligan-Streitmacht in Europa. Der russische Fußball ist klar auf dem aufsteigenden Ast. Dieses Spiel reizt steinreiche Investoren aus dem In- und Ausland. Spieler aus der ganzen Welt bekunden ihr Interesse für diese Liga. Und russische Oligarchen investieren Millionen in das Spiel. Nicht nur Chelsea profitiert von der Macht des Rubels. Spartak Moskau ist der erfolgreichste Fußballverein in der russischen Geschichte. Sie gewannen mehr als 20 Mal den Meistertitel. Und im Zuge der glänzenden Entwicklung des russischen Fußballs haben sie für gute 100 Millionen Euro ein neues Stadion bekommen. Auch auf dem Spielfeld zeichnen sich Entwicklungen ab. 2005 gewannen Spartaks Rivalen, der ZSKA Moskau, den UEFA Cup. Das erste Mal, dass die Russen eine der großen europäischen Trophäen gewonnen haben. Aber während die Vereine ihre Erfolge auf den Plätzen feierten, verbreitete sich die Gewalt unter ihren Fans. Ich bin hier, um Moskaus Hooligans zu treffen, aber es ist nicht leicht, Zugang zu dieser Unterwelt zu bekommen. Man spricht nicht mit Fremden. Aber ich habe jemanden kennengelernt, der die Fangesänge auf den Spartak-Tribünen dirigiert. Ivan Katanayev. Er kennt alle schweren Jungs von Spartak. Und er hat einen Klamottenladen, der die Designer-Labels führt, die bei den Hools beliebt sind. Dort wollte ich ihn treffen. Ich bin neugierig, worauf die stehen. Ich erwarte Burberry, etwas Henry Lloyd und Stone Island. Aber ich habe keine Ahnung. Wir sind in Moskau und es ist verdammt kalt. Also mal sehen, wie sich das hier von den Engländern unterscheidet. Guter Laden. Wie geht's dir? Nice, hello. You okay? Erzähl mal, was verstehen die Spartak-Fans von Mode? Ich hatte davon bislang keine Ahnung, dass ihnen das so wichtig ist. Alle wollen Stone Island, CP Company, Armani, meistens aber englische Marken. Das ist ein geiles Hackett-Top. Ich stehe echt auf diese Stiefel. Hey, West Ham. Ich hätte nie damit gerechnet, all das hier in Moskau zu sehen. Ich dachte, hier ist es einfach nur irre kalt und alle haben diese fetten Jacken an. Ja, klar. Ah, das ist ja eine. Was kostet die denn? So ungefähr 300 Pfund. 300? Ich war überrascht, wie sehr die russischen Hools den westlichen Style übernommen haben. Und wie teuer das alles ist.
300 Pfund für einen Mantel. Irre teuer, wenn man bedenkt, dass das schon fast der monatliche Durchschnittslohn in Russland ist. Es sind sehr harte Zeiten für die meisten Russen. Diese Realität wird einem jeden Tag in der ganzen Stadt vor Augen geführt. Die Mode dieser Stadt könnte nicht gegensätzlicher sein, vor allem preislich. Später am Abend machte sich mein Besuch bei Ivan bezahlt. Er sagte, er wolle mich den Gladiatoren vorstellen, einer der berüchtigsten Hulvereinigungen von Spartak. Sie haben sich 96 gegründet und gehören damit zu den ältesten Firmen Russlands. Benannt haben sie sich nach Spartacus, dem Gladiator, einem der meistgefeierten Krieger in der römischen Geschichte. 99 hatten sie eine grausame Schlacht mit der Polizei. Spartak spielte gerade auswärts gegen Saturn in Ramenskoje, als die Gladiatoren richtig loslegten. Die Polizei musste aus dem Stadion fliehen. Das hier ist ihr Anführer, Vasili, der Killer. Er ist 27 und seit 12 Jahren ein Hooligan. Mir wurde gesagt, dass er den Spitznamen Killer trägt, weil er beim Kämpfen über Leichen geht. Ich frage ihn, was er von den englischen Hooligans hält. War die britische Szene eine Art Inspiration für euch? Vasili erzählt mir, dass die englischen Hooligans in der Vergangenheit eine sehr wichtige Rolle gespielt hätten, aber das wäre längst vorbei. Heute seien sie nicht mehr als eine erschöpfte Streitmacht. Sie trauen sich nichts. Heute sind sie alle fett, sitzen im Pub und trinken Guinness. Vielleicht schmeißen sie bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft mal einen Stuhl durch den Laden, aber letztendlich sind das alles nur Drogenabhängige und Alkoholiker. Die sind scheiße. Vasili erzählte mir danach, wie ein Freund von ihm 2004 bei einem Zusammenstoß mit gegnerischen Hools schwer verletzt wurde. Er lag 2 Wochen lang im Koma. Diese Dinge geschehen. Wir wissen alle, warum wir das machen. Jeder entschließt sich ganz bewusst dazu. Ich habe schon alles erlebt. Diese Einstellung fußte auf dem Leitspruch der alten römischen Gladiatoren. Hier steht's geschrieben: Sieg oder Tod. Sieg oder Tod. Sieg oder Tod. Okay, so sieht's aus. Sieg oder Tod. Diese Worte der römischen Gladiatoren sind heute aktueller denn je. Aber die Gladiatoren sind nur eine von vielen Firmen in Moskau. Der ganz besondere Gegner, der große Feind von Spartak, ist ZSKA. Auf und neben dem Platz sind ZSKA Spartaks härteste Rivalen. Traditionell war immer Spartak das erfolgreichere Team in Russland. Aber seit der Jahrtausendwende ist ZSKA ein ernstzunehmender Konkurrent beim Kampf um die Ligaspitze. Ich treffe mich jetzt mit den Jungs von ZSKA. Ich weiß nicht viel über sie, aber was ich weiß, ist, dass sie Schlägereien lieben. Dabei geht es ihnen nicht um den Sport oder um Politik. Sie wollen sich einfach nur prügeln. ZSKA bedeutet so viel wie Sportverein der Armee. Während des Kommunismus wurde der Club von der Armee geleitet und die Spieler waren alle Soldaten. Aber heute sind es die Hooligans des Vereins, die in den Krieg ziehen. 2003 spielte das Team gegen den Zweitligisten Jelitz. Als Jelitz ein Tor schoss, wurden Leuchtraketen aufs Feld geschmissen und ein heftiger Kampf mit der Polizei brach aus. Die Gewalt geriet völlig außer Kontrolle und das Spiel musste für 20 Minuten unterbrochen werden. Die Militärpolizei setzte Wasserwerfer ein. Erst als der ZSKA-Trainer und die Spieler verzweifelt um Ruhe auf den Tribünen warten, konnte das Spiel fortgesetzt werden.
Die Hooligans hatten das Spiel zeitweilig unter Kontrolle. Ganz im Gegensatz zu ihrem Team. ZSKA verlor 0-1. Und diese Typen sollte ich jetzt treffen. Das ist wie im Film. Wir wissen noch nicht, wo der Treffpunkt ist. Sie haben uns mehrere Orte genannt und wir fahren erstmal nur so rum. Endlich bestätigten sie einen Treffpunkt und der Ort war ein ziemlicher Schock für mich. Wir sollten uns im ZSKA-Hauptquartier treffen. Dieses riesige Gebäude wurde für die Armee gebaut und ist die Geschäftsadresse der ZSKA-Eishockey, Leichtathletik und Fußballabteilung. Ich treffe die Firma also im offiziellen Gebäude des ZSKA-Sportvereins. Diese Typen, die ich gleich treffen werde, sind ziemlich jung, glaube ich. Ich weiß es natürlich nicht, man kriegt fast nichts über die raus. Und es war wirklich sehr schwer, sich mit ihnen zu verabreden. In Russland läuft alles ein bisschen anders. ZSKAs Top-Hools nennen sich Jaroslavka. Aber daneben gibt es noch eine junge Firma, die Gallant Steeds. Ihr Anführer ist Cashpoint. Schätze mal, das ist nicht sein echter Name. Als ich runter zur Bar gehe, weiß ich nicht, was mich erwarten wird. Aber ich hatte gehört, dass diese Typen Englisch sprechen. Naja, jedenfalls besser als ich Russisch. Also hoffe ich auf eine nette Unterhaltung. Wie geht's dir? Alles okay? Schön, dich kennenzulernen. Ja, freut mich auch. Sehr nett, sehr nett. Irrer Laden, geiler Ort für ein Treffen. Aber in der Bar ist zu viel los. Sie führen mich in die Schwimmhalle nebenan. Was bedeutet es für euch, Hooligan zu sein? Spielt das in eurem Leben eine große Rolle? Für mich persönlich ist es eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben. Ich bin in der Firma, seitdem ich 15 bin. Und die Firma gab mir die Chance, mich frei zu entfalten. Versuch mir mal den Kick zu beschreiben, wenn es richtig abgeht. Du musst deine Angst besiegen. Auf jeden Fall. Glaubst du, es gibt einen Unterschied zwischen den englischen und russischen Hools? Ja, es gibt viele Unterschiede. Vielleicht ist es sogar eine ganz andere Sache, weil wir ganz unterschiedliche Backgrounds haben. Ich will herausfinden, wie unterschiedlich die Dinge wirklich sind. Mir wird Svetlana von den weiblichen ZSKA-Hooligans vorgestellt. Ja, genau. Weibliche Hools. Hi, wie geht's dir? Schön, dich zu treffen. Das ist Svetlana, sie kommt von der weiblichen Firma. Das ist irre. Sie ist also eine von der richtig krassen Sorte? Sie war auch in der Firma, ist sie immer noch aktiv? Ja. Du hast ein sehr hübsches Gesicht, wurdest du nie getroffen? Ja, klar. Oh Mann, wie kann man nur in ein so hübsches Gesicht schlagen? Irre. Es gibt viele große Clubs wie ZSK und Spartak mit weiblichen Hooligans, die sich untereinander bekämpfen. Ohne Scheiß. Sie hat mal Kickboxen gemacht, also nimm dich in Acht. Ja. Oh, Entschuldigung. Mein Gott. Ich kann kaum glauben, was ich da höre. Wie kann jemand, der so unschuldig aussieht, ein Fußball-Hooligan sein? Ihre Firma hat 20 Mitglieder. Auch sie kämpfen für ihre Vereinsfarben und planen ihre Kämpfe ganz genau so wie die männlichen Hools. Wir kämpfen wie Typen. Kein Beißen, kein Haare ziehen oder kratzen. Svetlana erzählt, dass sich ihre Firma in den späten 90ern gegründet hat. Sie waren einfach anders als die anderen Mädchen im Stadion, die nicht das gleiche Verlangen hatten, für ihr Team kämpfen zu wollen. Man bekommt einen unglaublichen Adrenalinkick. Mein Mann macht sich natürlich Sorgen, aber gleichzeitig unterstützt er mich auch. Er ist mein Trainer. Sie machen alle Kickboxen und nehmen das Training für ihre Kämpfe sehr ernst. Wir sind nach wie vor aktiv und immer darauf vorbereitet, jede Herausforderung anzunehmen, auch aus anderen Ländern. Ich habe noch nie jemanden wie Svetlana getroffen. Sogar die Frauen kämpfen untereinander und kriegen davon einen Kick. Die Welt der russischen Fußball-Hooligans ist gewalttätig und brutal.
Cashpoint war bereit, uns nochmal zu treffen. Diesmal würde er etwas mehr über das Leben innerhalb der russischen Hulvereinigungen preisgeben. Es ist ein Sport, ein selbstgewählter Lebensstil. Nichts, was man machen könnte, wenn man am Abend zuvor ein paar Bier zu viel hatte. Normalerweise versuche ich nur, meine Fäuste zu benutzen. Wenn du mit den Füßen trittst, könntest du das Gleichgewicht verlieren. Das hilft niemandem. Also lieber ein guter Schlag. Cashpoint ist Amateurboxer, aber er sagt, seine ganze Firma trainiere sehr hart. Alle gehen manchmal zum gemeinsamen Training. Dann teilen sie sich in zwei Gruppen und greifen einander an. Eine Möglichkeit, die Kampftechniken zu verbessern. Als Cashpoint sich dafür entschied, ZSKA zu supporten, wählte er sie nicht wegen ihrer Vereinsfarben. Es war ein viel größeres Statement. Ich bin in einem Spartak-Viertel aufgewachsen. Im tiefsten Innern war ich immer ein Rebell. Ich wollte immer gegen den Strom schwimmen. Also wurde ich ein ZSKA-Hool. Nicht nur, weil es ein anderes Team war. Es gibt viele andere Clubs in Moskau. Sondern, weil sie die meistgehassten waren. Cashpoint supportete nicht nur den meistgehassten Verein in Moskau, er baute auch seine eigene Firma auf, die Gallant Steeds. Um unseren Ruf zu festigen, suchten wir uns andere Hools aus, die wir zusammenschlagen konnten. In den Moskauer Vorortzügen stellten sie sich dem Kampf mit den gegnerischen Hooligans. Unsere Gang hat hier auf sie gewartet. Dann kam der Zug. Wir wussten genau, in welchem Waggon sie waren und hielten uns in der Nähe auf. Wir rannten zum nächsten Waggon und einer von uns zog die Notbremse, damit der Zug nicht losfahren konnte. Einige ihrer besten Jungs standen immer vor den Türen. Wir haben die dann verprügelt, das Glas zerschmissen und so. Meistens rannten sie weg, zum Ende des Zuges. Und da haben wir sie dann erwischt. Wir haben sie immer und immer wieder in diesen Zügen geklatscht. Und so verschafften wir uns Ansehen. Cashpoints Geschichte macht vieles deutlich. Es geht um den Rebellen im Innern eines Hooligans. In der Vergangenheit kämpften die Fans gegen die strikte Kontrolle der Regierung. Heute geht's nur noch um die Schlägerei. Die russischen Hooligans sind extrem straff organisiert und sie werden immer stärker. Ein Land mit einer Hooligan-Kultur, die als eine der gefährlichsten der Welt gilt. Und die größten Rivalen unter den russischen Hools sind die beiden Firmen der Teams aus Moskau. Spartak und ZSKA. Ich bin hier in Moskau unterwegs und gehe zu einem Ort, an dem eine ihrer blutigsten Schlachten stattfand. Als Hool kann dir alles Mögliche passieren. Manchmal gewinnst du und manchmal verlierst du. Hier erlebte ich meine größte Schlacht und wir haben sie gewonnen. Am Tag, als Spartak und ZSKA eines ihrer wichtigsten Spiele in der 2006er Saison spielten, verabredeten sich ihre Hooligans für einen Kampf auf diesem Platz. Hier, genau hier, da haben wir mit 200 Typen auf die Spartaks gewartet. Die Spartak kamen da hinten aus der U-Bahn raus und die Bullen haben alles mitgekriegt. Cashpoint erklärt, dass die Polizei wissentlich ignorierte, was da vor sich gehen sollte. Ihre Taktik war, uns etwas aufeinander einschlagen und alles seinen Gang laufen zu lassen, solange dabei niemand wirklich verletzt werden würde. Der Kampf fand an einem geschäftigen Sonntag um 3 Uhr nachmittags vor den Augen und Handykameras der Passanten statt. Mann, die haben das richtig genossen. Sowas sieht man ja nicht alle Tage.
400 Typen, die sich mitten auf der Straße zusammenschlagen. Da haben wir uns geschlagen, mitten auf der Straße. Die ganze Gegend hielt den Atem an, als hunderte Hooligans aufeinander losgingen. Einige rannten weg, andere wurden bewusstlos geschlagen. An diesem Tag beanspruchte ZSKA die oberste Gewalt in Moskau für sich. Meine Gesundheit war mir völlig egal. Ich wollte sie einfach zusammenschlagen. Sogar Vasili von Spartaks Gladiatoren gesteht diese Niederlage ein. Wir nahmen das ein bisschen zu locker und waren unvorbereitet. Wir haben bitter dafür bezahlt. Daran werden wir uns noch sehr lange erinnern. Wir forderten von den ZSKA-Jungs eine Revanche. Ja, so war's. ZSKA prahlte mit diesem Sieg in ganz Moskau. 6 Monate später war die Polizei in höchster Alarmbereitschaft, denn manche Angewohnheiten würden sich nie ändern. Beim Rückspiel waren sie auf alles vorbereitet. Das öffentliche Interesse war übergroß und die Polizei wollte mit ihrer Präsenz ein Statement machen. Sie waren überall. Sogar das Militär war da. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals den Heimatschutz bei einem West Ham-Spiel gesehen zu haben. Aber das hier ist ja auch Russland, mit einer 70-jährigen Geschichte eines Militärstaats. Hier werden öffentliche Unruhen von der Polizei nicht so einfach toleriert. Früher gingen sie dabei über Leichen. Aber ein russischer Fußballjournalist erzählte uns, dass sich die Atmosphäre im Stadion in den letzten Jahren deutlich verändert hat. Bis vor kurzem war das Militär oft viel aggressiver als die Hooligans. Es brauchte nicht viel, um eine extreme Reaktion zu provozieren. Das Militär war richtig heiß darauf, mit Knüppeln auf die Krawallmacher loszugehen. Doch die wehrten sich. Und einige furchterregende Kämpfe brachen aus. Aber seit 2 Jahren ist nichts dergleichen passiert. Und trotzdem. Im ganzen Land wird heimlich weitergeprügelt. In kleinen wie in Großstädten. Eine der aktivsten Hool-Vereinigungen außerhalb Moskaus gehört zu Zenit aus St. Petersburg. Es ist die zweitgrößte Stadt in Russland. Zenits wichtigste Firma heißt Music Hall und wurde 2004 gegründet. Damals schlossen sich die Allerhärtesten aus verschiedenen Zenit-Gangs zusammen. Es entstand eine Art Elite-Einheit mit der Zielsetzung, Moskaus Hooligans von der Spitze zu prügeln. Jeder kämpft immer für den Ruf seiner Firma. Alle wollen die Härtesten sein. Alexander ist 23 und einer ihrer Gründer. Er ist ein Hooligan, seitdem er denken kann. Ich weiß, dass da immer 50 Typen sind, die mir in jeder Situation helfen würden. Entweder geben sie mir einen guten Rat oder sie schlagen jemanden in die Fresse. Und diese Kerle kommen jetzt zu einem Spiel gegen ZSKA nach Moskau. Neben dem Moskauer Derby ist ein Spiel gegen Zenit das wichtigste Ereignis der Saison für ZSKA, sowohl auf als auch neben dem Spielfeld. 5000 Zenit-Fans machen sich auf die 650 Kilometer lange Reise von St. Petersburg nach Moskau. Es ging um eine ganze Menge. ZSKA war Tabellenführer und Zenit lag dicht dahinter. Cashpoint lud mich zum Spiel ein.
Zenit spielt ganz oben mit, oder? Naja, das wird ein richtig gutes Programm, Mann. Wird bestimmt ein gutes Spiel. Naja. Wieder spüre ich den Einfluss der britischen Hooligan-Kultur. Fast jeder scheint den Film The Football Factory gesehen zu haben. Ich werde hier total belagert. Ich hatte eher eine ruhige Veranstaltung erwartet und nie damit gerechnet, dass die mich hier in Russland, 3,5 Flugstunden von England entfernt, kennen würden. Viel krasser als zu Hause. Wieder sind Polizei und Armee aufmarschiert. Ich sollte in der Kurve der Hooligans von ZSKA stehen. Cashpoint ist mein Beschützer, er soll auf mich aufpassen. Okay, ich gehe jetzt rein. Noch 10 Minuten bis zum Anpfiff. Ich bin mit den Jungs hier, die werden schon auf mich aufpassen. Dieser Riesenkerl ist bei mir ein echter Brocken. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber ich freue mich aufs Spiel. Auf ins Getümmel. Im Stadion hat es minus 4 Grad. Saukalt. It was absolutely freezing. Offensichtlich empfindet das nicht jeder so. Russland gehört zu den europäischen Ligen, die eine Winterpause machen, weil es zu kalt zum Spielen oder Zuschauen ist. Heute ist es sogar zu kalt, um einen echten Hool abzugeben. Besonders wenn dich eine ganze Streitmacht von russischen Polizisten und Soldaten dabei anstarrt. Es sind Hunderte von Uniformierten im ganzen Stadion. Aber trotz der ganzen Polizei fühle ich mich nicht wirklich sicher. In der ZSKA-Kurve machte die Runde, dass ich mich auch mit ihren Erzrivalen von Spartak getroffen hatte. Und auf einmal fühlte ich mich gar nicht mehr so willkommen. Cashpoint meint, dass ich bei ihm sicher sei, aber in der Mitte der zweiten Halbzeit halte ich es doch für klüger, die Wiege zu machen. Okay, das ist die Situation. Die Jungs von ZSKA haben mich unter ihren Schutz genommen. Aber es gab ein paar unter ihnen, die es nicht so richtig geil fanden, dass ich mich schon mit den Hools von Spartak getroffen hatte. Das zeigt, wie groß der Hass zwischen diesen beiden Clubs ist. Für einige war es okay, aber für ungefähr 20 war es ein echtes Problem. Ich wollte es nicht darauf anlegen und bin lieber rausgegangen. Ich verstehe das. Es ist eine schwierige Geschichte, sehr viel Hass. Also, ich gehe jetzt besser. Die Polizei hat die Gewalt aus den Stadien vertrieben. Jetzt ist sie auf der Straße. Die Hooligans organisieren sich immer besser und ihre Kämpfe werden fast zu einer Art Sport. Das passiert überall im Land, aber ganz besonders in St. Petersburg. Also beschließe ich, die Fans aus der zweitgrößten Stadt Russlands auf ihrem Heimweg zu begleiten. Kann man die Hooligans von Zenit mit denen aus Moskau vergleichen? St. Petersburg ist über 300 Jahre alt und hat 6 Millionen Einwohner. Eine Stadt der Extreme. Prunkvolle Architektur und daneben heruntergekommene Gebäude. Sogar das Wetter ist extrem. Im eiskalten Winter frieren alle Flüsse und Kanäle zu. Auf meiner bisherigen Reise wurde mir schon viel über die schockierende Gewalt und Brutalität im russischen Fußball erzählt. Aber all das ist kaum überraschend, wenn man die Geschichte dieses Landes berücksichtigt. Russland hat eine unglaublich brutale Vergangenheit. In dieser Stadt brach die russische Revolution 1917 aus. Nach 5 blutigen Bürgerkriegsjahren und einer unbeschreiblichen Hungersnot wurde Russland ein kommunistischer Staat. Dieses Denkmal ist den 9 Millionen Menschen gewidmet, die in dieser Zeit starben. Und die jüngere Geschichte Russlands ist nicht weniger blutig. Die Zahl der Opfer unter Stalins Herrschaft wird von Experten auf nicht weniger als 35 Millionen geschätzt. Und während des Zweiten Weltkriegs gab es in der Sowjetunion weitere 20 Millionen Tote.
Vermutlich sind allein 1 Million Menschen während der entsetzlichen Belagerung von St. Petersburg durch die Nazis an Hunger und Krankheiten gestorben. 900 Tage hielt die Stadt den Angreifern stand. Kein Wunder, dass die Gewalt in Russland tief verwurzelt ist. St. Petersburg war einst die Hauptstadt Russlands und dementsprechend gibt es hier einen fast traditionellen Wettstreit mit Moskau. Das überträgt sich auch auf den Fußball und seine Hooligans. Zenit ist die stärkste Waffe der Stadt. Und sie wünschen sich nichts mehr, als die beiden Streitmächte Moskaus zu schlagen. Und Zenit wird immer besser, sowohl auf als auch abseits vom Spielfeld. Der wichtigste Interessenvertreter des Clubs ist Gazprom, ein vermögendes staatlich kontrolliertes Gasunternehmen, das immense Geldbeträge in den Verein steckt. Ein neues Stadion ist in Planung und es wurden Unsummen investiert, um das Team zu verstärken und die Dominanz der beiden Moskauer Vereine, Spartak und ZSKA, zu brechen. Abseits vom Platz sind es die gefürchteten Hooligans von Music Hall, die die Hardcore-Eliten aus Moskau herausfordern. Ich treffe mich mit Alexander, der die Music Hall mitbegründet hat. Die Hools in Moskau hatten mir erzählt, dass dies die Firma sei, vor der sie am meisten Respekt hätten, obwohl es sie erst seit ein paar Jahren gäbe. Das Treffen findet in einer Zenit-Kneipe in der Nähe ihres Stadions statt. Ich will wissen, ob sie durch die Gesellschaft so hart geworden sind. In Russland prügelst du dich schon jeden Tag nach der Schule. Und es gibt ständig Schlägereien auf der Straße. Dadurch sind wir hier einfach härter. Alexander erzählt mir, dass in seiner Firma Anwälte, Geschäftsmänner, Seeleute und Verkäufer seien. Aber wenn sie gemeinsam kämpfen, sind sie alle gleich. Kannst du mir das Gefühl mitten in einer Schlacht beschreiben? Das Gefühl kann man nicht beschreiben. Es ist besser als ein Orgasmus. Wenn du einmal damit anfängst, kannst du nicht mehr aufhören. Wie bei einer Droge. Ich unterstütze Zenit mit meinem ganzen Herzen. Aber ich muss mich einfach mit meinen Feinden schlagen. Ich muss. Seit dem Zusammenbruch des Kommunismus hat Russland eine Explosion der Fußballgewalt erlebt. In den letzten Jahren wurden die Hooligans aus den Stadien verdrängt. Heute organisieren sie ihre Kämpfe auf der Straße, in aller Öffentlichkeit. Wir sehen nichts Kriminelles in dem, was wir tun. Wir schlagen uns nur mit Leuten, die auch Bock drauf haben. Die russischen Firmen wollen sich heute nur noch untereinander testen. Sie wollen einen fairen Kampf mit ihren Feinden. Ich finde, dass man die Stärke von jemandem nur erkennt, wenn er mit seinen Fäusten kämpft. Das ist wahre Kraft. Hooligans in ganz Russland haben sich einem Ehrenkodex verschrieben. Fair Play. Wir befolgen das Fair Play in St. Petersburg. Zeit und Ort der Kämpfe werden im Voraus festgelegt. Es werden keine Waffen benutzt und die Anzahl der Teilnehmer wird dem Gegner angekündigt. Fair Play zeigt den Respekt gegenüber deinem Feind und Gegner. Es ist wie ein Sport, mit festen Regeln, die man befolgen muss. Wir wollen uns nicht gegenseitig umbringen. Es ist nur ein Hobby. In 2005 trafen sich die Hooligans von Zenit und Spartak in St. Petersburg auf einem Parkplatz. Alexander freut sich immer, wenn es einen Kampf mit Spartaks Firma gibt. Mit ihnen zu kämpfen ist immer eine Freude. Sie kämpfen ehrlich, ohne schwere Verletzungen. Das sind Ehrenmänner. Auf jeder Seite waren 200 Hools. Es ist eine der größten und berühmtesten Schlachten in der Geschichte der russischen Hooligans. Kämpfen ist ein Adrenalinkick.
Es ist ein fantastisches Gefühl, genauso gut wie Sex mit einer Frau. Jeder sollte es einmal in seinem Leben ausprobieren. Wenn du es geil findest, kannst du damit nie wieder aufhören. Die russischen Hooligans wurden mit dem englischen Virus infiziert. Nun vermischt er sich mit einer alten russischen Tradition. Organisierte Kämpfe mit bloßen Fäusten gibt es in diesem Land seit Hunderten von Jahren. Es ist eine alte Tradition, dass Jungs aus unterschiedlichen Dörfern am jährlichen Feiertag Maslenitsa einen Faustkampf austragen. Die Hooligans sehen sich als Bewahrer dieses Brauchs. Wir sind Russen. Wir verstehen, was es bedeutet, ein Russe zu sein. Russland leidet heute stark unter der verbreiteten Ungleichheit im ganzen Land. Es ist eine ungerechte Gesellschaft. Die Ironie ist, dass es ausgerechnet die russischen Hooligans sind, die sich für gleiche Wettbewerbsbedingungen einsetzen. Sie wollen einen fairen Kampf. Der bei aller Brutalität geprägt ist von gegenseitigem Respekt.